Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit eurem Lieblings-Vocal-Coach Tanja Levy und ihr seid bei dem Podcast Hashtag starke Stimme und schön, dass du heute wieder dabei bist. Heute haben wir nämlich ein richtig, richtig mega geiles Thema, was so unendlich wichtig ist und so häufig nicht aufgegriffen wird als Thema, unterschätzt wird, da wird gar nicht darüber nachgedacht und zwar, du bist nicht du. Wenn du auf der Bühne stehst, du bist eine andere Person, du bist eine Kunstfigur, du bist in dem Moment nicht Susi, die Privatperson, ne, sondern du bist Susi, die Sängerin. Und heute geht es darum, wie wir dich als Kunstfigur erschaffen können, wie wir dich als Bühnenperson erschaffen, wie wir eine andere Person erschaffen, von der du dich auch ein bisschen distanzieren kannst. Mir ist es ganz häufig durch den Unterricht aufgefallen, dass Leute ihr privates Ich, ihre private Person mitnehmen auf die Bühne. Und da sage ich schon einen ganz entscheidenden Satz, und zwar, es interessiert keine Sau. Es interessiert keine Sau in dem Moment, wie du als Privatperson auf der Bühne bist. Weil ich als Privatperson ist völlig irrelevant, ja. Aber ich bin auch eine andere Person als Vocal Coach. Ich bin eine andere Person, wenn ich auf der Bühne bin und singe. Ich bin eine andere Person für meine Mutter, etc. pp. Und wenn ich jetzt zum Beispiel unterrichte, dann setze ich mir meinen Hut auf, meinen Unterrichtshut. Ne? Dann bin ich in dem Moment, wenn die Kamera angeht, ja, für den Skype-Call, für den Zoom-Call, in dem Moment bin ich dann Tanja Levy, der Vocal Coach. Und dann bin ich nicht unbedingt Tanja Levy, die Privatperson. Weil als Privatperson bin ich einfach auch ein ganz anderer Mensch und meine Schüler kriegen es natürlich auch stellenweise irgendwo mit, aber es ist trotzdem nochmal eine ganz andere Nummer, weil ich bin ein Coach und stehe auch in einer ganz anderen Verantwortung gegenüber meinen Schülern. Und dasselbe ist es eigentlich auch, wenn du auf der Bühne stehst und je nachdem, in welchem Genre du dich bewegst, ich sage jetzt mal so, wenn du jetzt zum Beispiel Richtung Rock unterwegs bist, ne, da möchte halt keiner irgendwie eine Privatperson sehen, die schüchtern ist, sich nicht traut, über Fehler lacht. Ich meine, das ist alles mega sympathisch, aber eben nicht auf der Bühne. Also wenn ich jetzt zu einem Rockkonzert gehe, ich nenne jetzt mal Rock einfach, weil es ein bisschen mehr derber ist. Wenn ich jetzt zu einem Rockkonzert gehe, erwarte ich natürlich auch, dass er mich mitnimmt in dieser Show. Dass der Sänger, die Sängerin mich einfach von A bis Z einlädt in ihre Welt, mich verzaubert, mich mitnimmt. Und das alles auch irgendwo, klar soll es auch authentisch sein und ich will auch ein bisschen was von der privaten Person sehen, aber ich weiß, dass wenn der Vorhang aufgeht, dass das nicht mehr die Privatperson ist, sondern das ist eben halt eine Kunstfigur wie eine Lady Gaga oder wie eine Madonna oder wie eine Rihanna, wer weiß, wie die letztendlich alle privat sind. Ja, warum wir dieses Video heute machen, ist ganz wichtig, weil es mir wirklich mehr und mehr auffällt, wie schwer es für Leute ist, das zu differenzieren. Und in dem Moment, wo sie aber differenzieren, hey, ich bin jetzt die Tanja, die Sängerin, in dem Moment habe ich das Gefühl, fällt es den Leuten viel einfacher, durch eine Rolle auf der Bühne sich auch ein gewisses Selbstbewusstsein zu leihen. Ja, und so ein gewisses, ja, ein anderes Ich auch zu leihen. Das fängt ja an mit den Klamotten, dann mit der Haltung, die du hast und dann natürlich, wie du die Songs letztendlich interpretierst. Ja, also Nummer eins ist auf jeden Fall, du bist nicht du, wenn du auf der Bühne bist. Und klar kann mal ein Patzer passieren und die Fehler sollen ja auch sein. Und es ist auch authentisch, aber letztendlich ist es so, die Leute wollen abgeholt werden. Die gehen jetzt zu einem Helene Fischer Konzert, weil sie wissen, die bekommen dann einen Standard, einen Perfektionismus. Und wer weiß, ob Helene Fischer privat nicht noch eine Packung Chips frisst nach der Show, weißt du? Oder sich vorher noch einen Döner reinknallt. Das glaube ich jetzt nicht, aber du, das weißt ja alles gar nicht. Und letztendlich ist es aber so, wenn du halt zum Konzert gehst, dann weißt du, ey, die wird das von A bis Z einfach perfekt rocken. Und das wollen die auch sehen. Ja, Nummer zwei ist, nachdem man sich das eigentlich erstmal so vor Augen geführt hat und sich das auch klar gemacht hat, dass man auch nicht unbedingt die Privatperson ist mit den Fehlern und Makeln, sondern dass man eben halt eine Bühnenfigur ist, wo man das ab- und anschalten kann. Ich denke, es ist halt eine mega, mega große Hilfe und ich sehe es ja auch bei meinen Schülern, dass sie sich auch dadurch viel ernster nehmen können, dass sie sich halt nicht mehr als Privatperson sehen, sondern wirklich auch als Sängerin in dem Moment oder als Sänger. Und dazu empfehle ich halt immer den Trick, den ich von den diesen Gedankengang mit dem Hut. Das habe ich halt von anderen Dozenten, dass sie sagen, Tanja, du musst dir vorstellen,
das ist jetzt dein Hut, der Unterricht fängt jetzt an und du setzt jetzt den Hut als Vocal Coach auf. Und dann geht der Unterricht vorbei und dann setzt du den Hut als beste Freundin auf oder als Ehepartnerin oder als Freundin oder als Schwester, Mutter und was auch immer du hast. Und wie gesagt, du bist ja in jeder Rolle, in Anführungsstrichen, in jeder Lebensrolle anders, ne? Ja, und deswegen empfehle ich das mit dem Hut, sich das mal zu visualisieren und das mal klar zu machen. So, Nummer 3 ist auch mal ein bisschen zu gucken, wie erfinde ich eigentlich so eine Bühnenfigur, also eine Sängerin, sage ich mal, dieses andere Ich. Also eben, lass uns es heute mal Bühnenfigur nennen. Einfach, mir fiel jetzt einfach kein anderes Wort dafür ein. Kunstfigur ist ja sowas wie Lady Gaga und Madonna. Und ich finde, die kann man auch interessanterweise auch als Beispiel nehmen, aber als Kunstfigur, weil die sich immer wieder krass neu erfinden. Ne? Und überlegt doch mal und schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr Sängerin kennt und welche, wo ihr das Gefühl habt, diese Sängerin haben sich im Laufe der Zeit auch immer stetig weiter verändert, weiterentwickelt. Ne? Ich habe jetzt irgendwie am Montag mit einer Schülerin eine Gesangsanalyse gemacht zu Lady Gaga. Da haben wir einen Oscar-Auftritt von ihr gesehen, da hat Lady Gaga Musical gesungen. Und da hat Lady Gaga einen Auftritt gehabt mit Tony Bennett und dort hat sie dann Jazz gesungen. Und das war Bang Bang von Nancy Sinatra und ich fand die Version einfach mal mega geil, weil sie hat diesen ganzen Stil aus dem Jazz und aus dem Blues komplett übernommen in ihre Gesangstechnik und hat das auch so gesungen. Und dasselbe hat sie auch in den Oscars gemacht und da hat sie Sound of Music gesungen. Und wie sie einfach diesen Musical-Sound übernommen hat, das fand ich extrem beeindruckend, weil das eine Frau ist, die in der Lage ist, verschiedene Gesangsstile zu adaptieren und auch aus verschiedenen Stilen zu lernen, aber trotzdem nicht ihren eigenen Ganz zu verlieren. Und ich fand das super. Ich meine, wir kennen alle Lady Gaga, die ist ein Weltstar und Madonna natürlich auch. Madonna ist ja die Vorreiterin sowieso gewesen und Madonna mit ihrer Country-Phase, Britney Spears mit dieser Gothic-Phase, ne, Frozen. Wisst ihr es noch? Also ich fand ja den Titel immer so cool, ne? If I Can Melt Your Heart. Aber Madonna mit dem Vogue und so, also die hatte das einfach drauf. Also das muss man wirklich sagen. Und kein Mensch weiß, wie die als Privatperson ist. Weißt du, man weiß ja nicht, gehört sie wirklich irgendeiner Sekte an? Geht sie da irgendwie, säuft sie sich vorher noch einen ab? Ne, immer nur die negativen Beispiele heute. Ja, aber wenn ich jetzt mal überlege, zum Beispiel, lass uns mal nochmal weiter im deutschsprachigen Raum bleiben. Bleiben wir mal bei der Helene Fischer vielleicht oder bei Beatrice Egli. Die fällt mir ein, wenn ich zum Beispiel an Beatrice Egli denke, dann denke ich halt immer an so eine ganz fröhliche, taffe Sängerin mit einer positiven Haltung und Ausstrahlung. Ne? Du weißt ja nicht, wenn sie nach Hause kommt, ob sie nicht vielleicht genau das Gegenteil ist. Aber ihre ganze Kunstfigur oder ihre ganze Bühnenfigur ist halt, repräsentiert halt auch diesen gewissen Stil. Und das geht alles halt in dieses positive, fröhliche, animierende, ne? Ja, und dann vielleicht gucke ich dann in Richtung Rihanna und gucke, wie ist die jetzt als Sängerin so? Was ist so ihre Figur als Sängerin? Und die hat für mich persönlich immer diesen kühleren, coolen Unterton, so ein bisschen, mir ist alles egal, was passiert gerade, nonchalant. Ne, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Der Hund guckt mich schon so an und denkt, was ist los bei ihr? Der guckt mich die ganze Zeit beim Reden an, als ob er versteht, was ich sage. Ja, und wenn ich jetzt so an Rihanna denke, dann denke ich halt so auch, okay, die wirkt halt immer leicht kühl von oben herab, aber wisst ihr, was ich meine? Also jeder Star hat irgendwie eine bestimmte Haltung, eine bestimmte Figur. Da muss man immer genau friemeln und gucken, wer macht was. Was strahlt er aus? Wie spiegelt sich das wieder in seinen Songs? Wie spiegelt sich das wieder in seinen Outfits? Und das ist nämlich der zweitgrößte Teil. Und da hoffe ich ja, dass ich dazu nochmal einen Podcast oder ein Video mache mit einem Fashion Stylist, der nochmal genau, wo man das genau halt eben nochmal analysieren kann. Ein ganz negatives Beispiel dafür, wenn sich Privatperson und Bühnenfigur vermischt, ist für mich Amy Winehouse, Whitney Houston. Weil dort war ihr Privatleben, was ja sehr dominiert war von Drogen und, ne, also Alkohol, Kokain, Heroin, all die ganzen Drogen. Ein ganz starkes negatives Beispiel für mich zwischen einer Privatperson und einer Bühnenfigur, wo sich das so krass vermischt ineinander, ist halt für mich Amy Winehouse und Whitney Houston. Und ich wisst ja, beide mag ich ja mega gerne und gerade auch Whitney Houston und Amy Winehouse sowieso, aber dort siehst du ganz klar, dass die Grenzen da sich vermischt haben. Und die ist voll gedröhnt auf die Bühne gegangen
mit was weiß ich, wie viel Promille, ne? Also beide auch von denen. Und die Plattenfirmen auch sehr fahrlässig umgegangen sind und die Sänger auch so auf die Bühne gelassen haben. Und das finde ich krass im Nachhinein. Also wenn man sich da Auftritte anschaut, in deren letzten Jahren oder in den letzten Auftritten vor deren Ableben, da finde ich es natürlich nicht nur unfassbar krass, dass auch Plattenfirmen, Produzenten, Manager das zugelassen haben, sondern da kann man eben sehen, da gab es gar nichts mehr. Da gab es nur noch eine kaputte Person, im Grunde genommen, die dann auf die Bühne gegangen ist und das so drunter geleiert hat. Und das sieht man ja, und auch solche Beispiele gibt es, wo man sagt, ey, das sieht man häufiger. Ne? Ein anderes Beispiel, was mir jetzt auch so gerade einfällt, ist Falco, wo das ja auch so war, dass sein Ego so auch auf der Bühne dominiert hat. Ne? Bei einigen ist es tatsächlich so, die sind auch einfach von Natur aus Kunstfiguren. Aber auch bei Falco war es so, dass er ja privat getrunken hat und Alkoholiker war. Ne? Aber das war zum Beispiel jemand, der egomanisch war, der auch narzisstisch war, und da war die Person als solches eine Kunstfigur. Ich glaube, der wusste, bei dem gab es wahrscheinlich auch gar nicht irgendwie eine Privatperson. Wisst ihr, was ich meine? Also gerade wenn man natürlich, wenn da Drogen im Spiel sind oder Alkohol im Spiel ist. Ja, ich will es heute nicht zu lang machen, aber ich wollte heute mal dieses Thema anschneiden, wie wichtig es ist, dass man eben das differenziert und sich auch klar eine Kunstfigur erfindet, sich Gedanken macht, eine Marktanalyse macht, guckt, wie sieht es gerade aus in der Musikwelt, in welcher Nische begebe ich mich und was singe ich auch für ein Genre, weil das ist auch immer wieder genreabhängig. Weil wenn du natürlich sowas wie Rock singst, da gehört immer eine Art von, ich sag jetzt mal, Sexiness dazu, ein bisschen was Freches, was Outgoing. Ich benutze heute sehr viel Anglizismen, aber unter Rock sehe ich auch ganz viel eine Person, die nach vorne geht. Und es gibt ja viele Sänger, die sagen, ey, privat bin ich nicht so. Ich glaube, Dua Lipa oder Katy Perry, die Katy Perry ist auch ein gutes Beispiel, weil die kommt ja aus einem christlichen Haushalt, hat ja auch zuerst christliche Musik gemacht und hat dann erst später I Kissed a Girl gesungen. Ne? Und das muss man auch mal, ey krass, Leute, die war vorher in der Kirche am Start. Ne? Und jetzt, glaube ich, gibt es irgendwie kein Video, wo die da nicht irgendwie halbnackt unterwegs ist. Ne? Und muss man, das, diese Diskrepanz. Ja, das ist jetzt der Schlag, es heißt 23:30, Schatz. Ne? Mein Hund hat gerade gebellt. Ne? Das bedeutet für mich, ich mache jetzt Feierabend, meine Lieben. Ich hoffe, der Podcast hat euch heute gefallen. Ja, der Hund läutet es ein und wir machen jetzt mal pünktlich hier auf Feierabend, gleich um 7 Uhr. Und ich würde mal sagen, schaut doch mal rein auf meinem Instagram, da geben wir mega geile Tipps gerade zum Thema Auftrittsvorbereitung, selbstbewusster werden durch Singen, Emotionen zeigen beim Gesang, Psyche und Stimme. Also wir haben gerade mega geile Themen wieder für euch. Und ihr wisst, auf dem YouTube-Kanal ist immer was los. Und wer selber Lust auf Gesangsunterricht hat und weiß, an welcher Adresse, hahaha, meine ist ungelogen die beste. Also ich bin echt jeden Cent wert und ich würde dir vorschlagen, wenn du richtig Bock hast, die ganze volle Dröhnung zu bekommen, dann schau mal rein bei tanjalevivocalstudio.com und lass uns erstmal ein Kennenlerntreffen machen und dann gucken wir, ob es passt. Und ob du Bock auf das Programm hast und ob du in das Programm auch reinpasst. Und weil ich tatsächlich nicht jeden nehme, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin mittlerweile auch, muss ich auch mal ganz dezent sagen, auch echt, ja, echt, der Hals ist da bis oben voll. Und ich gucke wirklich, ich habe nur noch Lust mit Leuten zu arbeiten, die auch Bock haben. Sage ich euch ganz klar. Ich mache nur noch das, was mir Spaß macht. Und mit Leuten, die wirklich motiviert sind. Ne? Und ja, also in diesem Sinne, meine Lieben, Hashtag starke Stimme, nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Alltag. Und Hashtag starke Stimme, du bist nicht allein.